Hier spricht Ostra. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rune Factory Frontier. Man sieht, ich bin schon mal ein wenig fleißig und habe das Feld ein wenig aufgeräumt nach dem klitzekleinen Tornado. / schlechtes Wetter, was uns ein bisschen heimgesucht hat in der letzten Folge. Und ich und wir warten nun darauf, dass es langsam Abend wird, denn wir haben Großes vor. Ich denke, wir werden heute in der Folge noch die wunderbare Iris entweder in einem Körper oder in zwei Körpern bewundern können. Dafür brauchen wir ja eigentlich nur die Zustimmung bzw. die Möglichkeit, in dieses Zimmer zu gehen. Mehr ist da eigentlich nicht für nötig. Das andere, was ich irgendwie noch im Kopf habe. Ach ja, ist Annette. Ich habe Annette im Kopf. Ich habe mal geschaut, was uns noch so fehlt. Und angeblicherweise fehlen uns noch zwei Bilder. Eins davon ist Annette. Das andere wird höchstwahrscheinlich Melody sein, wo ich immer noch nicht so richtig gerafft habe, wie wir an das Bild von Melody kommen. Deswegen bin ich weiterhin davon überzeugt, dass ihr mir helfen könnt. Und würde euch deswegen bitten, mir eure Tipps, Vorschläge und Ideen zu Melodies Foto einfach in den Kommentaren dazulassen. Denn ich glaube, dass mit Annette kriegen wir schon so hin. Es fehlt uns wahrscheinlich noch das bisschen mehr Herzfutter, was wir ihr natürlich auch gerne geben wollen. Da hatte noch irgendwas gefehlt. Butter hatte, glaube ich, gefehlt. Ihr hattet ja gesagt, Kürbistarte. Das mag die ganz gerne. Deswegen wollte ich hier eine machen. Hab auch Kürbis abgeerntet, was ich nett hab. Jetzt kommt's. Ihr werdet es kaum für möglich halten. Aber ich habe keine Butter, weil wegen mir fehlt Milch. Wie kommt das? Ich habe keine Ahnung. Doch das ist es, was uns leider hier deswegen noch verwehrt bleibt. Und ich denke, wenn wir ein, zwei Mal noch Dinge an sie schenken, werden wir locker flockig die 8 Punkte erreichen, die 8 Herzpunkte erreichen. Und dann können wir davon ausgehen, dass wir jeder Schnipse einen Schnappschuss entlockt haben. Und solange nichts Interessantes passiert, lass ich ein bisschen die Blende für mich sprechen. Ostra! Ostra, wir haben ein großes Problem. Ich konnte nachts nicht schlafen und bin zum Platz gegangen. Etwas lautlos über den Platz. Das muss ein Geist gewesen sein. Ach schade, ich dachte, wir hätten einen neuen Dialog gefunden, aber When you give things nein. That the villagers like, nein. By the way, nein. Does it seem like nein. Leider nicht. Wir reden immer noch über Cross, der ja ein Geist ist, was wir letztes Ingame-Jahr schon geklärt haben. Das ist nicht wirklich überraschend und verrückt. Überraschend und verrückt ist, dass wir irgendwie nicht weiterkommen bei der wunderbaren Iris. Ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht erklären. Doch es scheint, dass uns die Liebe von Iris weiterhin verwehrt bleibt. Beziehungsweise, dass Iris mir nicht ihre Tür zu ihrem Zimmer öffnen mag. Zu ihrem Herzen habe ich die Tür schon lange erreicht. Moment mal, was ist hier eigentlich los? Und wer bespricht hier so mit so geschwollener? Lass mich rein! Ich störe doch nicht, wir haben doch alles für das Ritual, Ski. Komm schon! Irgendwie scheint keiner da zu sein. Wir müssen echt wahrscheinlich auf abends warten, dass es da in irgendeiner Form weitergeht. Und das macht mich traurig. Wollen wir mal nach diesem ganzen langweiligen Tag, den ich verbringen musste, weil es ist nichts passiert, mit den beiden reden. Iris, wir haben die Vorbereitungen für deine Rückkehr in die Normalität abgeschlossen. Alle haben mitgeholfen. Vielen Dank, Ostra und auch allen anderen. Kano ist auf dem Platz des Volkes bereit. Los. Ja, los gehen wir. Okay, dann gehen wir mal los. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Event ist. Vielleicht gibt es da ein Video zu, das wäre mega gut. Wir beginnen nun mit der Zeremonie. Diese wird Iris und Iris zusammenbringen. Iris, bist du bereit? Ja, ich habe lange auf diesen Tag gewartet.
beenden wir das, indem wir die von den Dorfbewohnern gesegneten Ringe austauschen. Ustra, tausche die Ringe aus, die du für Iris aufbewahrt hast. Mit anderen Worten, der silberne Ring geht an die weiße Iris und der goldene Ring an die schwarze Iris. Okay. Okay. Danke. Ich kann es fühlen. Ich fühle die warmen Gefühle der anderen. Dann bin ich jetzt aber mal gespannt, was jetzt passiert. Ich meine, es ist ein bisschen so, als ob die heiraten werden, ne? Ringe tauschen und so. Vielen Dank. Wir waren einst die gleiche Person. Mit dem Segen von allen Personen werden wir bald wieder eins. Das ist der wohl glücklichste Moment in meinem Leben. Wir haben aber große Füße. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. The happy memories on Whale Island. The memory of being released from loneliness in the dungeon. Which of those memories reflects stronger for you? Oh, jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich Noir oder Blanche haben will als Endprodukt. Ja, das habe ich nicht gewusst. Hätte ich euch natürlich gefragt. Natürlich ist es trotzdem interessant, was du davon hältst. Also sag mir noch deine Idee. Also ganz ehrlich, ich finde Blanche besser. Die weiße Iris. Mit der hatten wir auch deutlich mehr zu tun als mit der schwarzen Iris. Aber ich finde das mit dem Malen so süß und so. Obwohl natürlich, ich denke mal, Iris Noir nicht so oft genommen wird an dieser Stelle. Ah, ist das schwierig. Ach, ist das schwierig. Ich meine, wir kennen sie kaum. Blanche. Es tut mir voll leid. Es tut mir voll leid. Es tut mir so leid. Myself of Whale Island. The lonely memories linger. Wow, das war auch voll düster. Iris. Did the other Iris disappear? No. Our bodies and minds have become one, but our memories remain separate. Those joyous days when we spoke on Whale Island. Ja, eben, das finde ich nämlich auch, weil wir haben uns kennengelernt am Anfang und dies und das und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In the memories of when you saved me in the dungeon. They are all inside me. Schön. Och, Vampirzähnchen. I am Iris. The last of the vampire tribe. The last of those closest to the spirits. I am now but another citizen of Trampoli. Wow, das war mega cool. Good evening. Good evening. The weather is so nice today. The moon is very pretty. Dein Geist? Ich bin es nicht. Also ich muss schon sagen, das war ein tolles Event. Gucken, was der Rest dazu sagt. Hä? Wer bist du nochmal? Alter, es geht hier gerade um die Iris. Nichts dazu zu sagen? Leider nicht. Also war das jetzt einfach wirklich nur, um dann Iris Noir loszuwerden. Okay. Good evening. Die beiden Iris sind also wieder vereint. Das ist wirklich sonderbar. Wenigstens einer, der sich damit beschäftigt. Good evening. Was gibt's? Möchtest du dir eine meiner Predigten anhören? Nein, vielleicht ein andermal. Ja, das war mega interessant. Das war mega interessant. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das für möglich? Also klar, das ist natürlich wahrscheinlich auch, man ist ja wahrscheinlich unglücklich, wenn die eine Person, die du selbst bist, heiratet und die andere Person, die du auch bist, irgendwie nicht heiratet und dann einsam bleibt. Ist natürlich auch blöd so. Verstehe ich schon. Aber ich meine, du wärst Mutter, Tante, in einem. Auch nicht schlecht. Aber da musst du auch doppelt so viel verschenken. Und wenn du... Ach, das ist alles kompliziert. Ich glaube, so war es die bessere Idee. Aber ob das jetzt die richtige Iris für dich da draußen war, ist natürlich die andere Sache. Für mich ist es halt wirklich, wir haben diese Iris einfach am stärksten kennengelernt. Und ich weiß nicht, ich meine, die andere konnte Tarotkarten legen. Geil, ich renne gerade natürlich nur dumm rum. Ich gehe mal eben in den Tower. Und guck mal eben,
Schön Holz hacken. Ich guck mal in den Turm und guck mal, wie es um den Runi steht gleichzeitig. Oh, das ist eine schwierige Art. Ich meine, die andere konnte Tarotkarten lesen und war eigentlich, ich sag jetzt mal, die extrovertiertere Version, also die Iris, die so ein bisschen mehr nach außen gekehrt war, die weiße, the blanche, noir, Iris Blanche war eher immer so die in sich gekehrte, ja, ich mal so ein bisschen vor mich rum und so. Ah, ich weiß es nicht, es ist echt mega schwierig. Oh, ist überall scheiße mit den Loonies, ne? Hier ist richtig scheiße. Da brauchen wir Gras. Und die müssen wir uns vom Anwesen holen oder von hier. Irgendwo. Oh, wir brauchen Gras-Loonies. Aber dringend, sonst geht uns hier die Population langsam in die Knie. Und das ist eine Sache, die wir sicherlich nicht wollen. Gerade weil wir jetzt knapp am Ende des Spiels sind. Zu meinem persönlichen Ende des Spiels. Und da darf es natürlich nicht passieren, dass wir da Problemchen haben. In den nächsten Folgen werden wir höchstwahrscheinlich auch das zweite Date mit Cinnamon erleben. Was ich auch schon mit freudiger Erwartung vor meinem geistigen Auge sehe. Und danach wird sich mit Eunice verabredet und danach, oder beziehungsweise dann wird auch Eunice geheiratet. Auch darauf freue ich mich, denn wie gesagt, die Events sind immer noch hier und da in so einem gebündelten Pulk, kann man nochmal, wenn man genau hinschaut, das ein oder andere Event finden. Und ich bin mir sicher, dass ich auch ganz viele Events nicht gefunden habe, weil ich ja nicht mit allen Dorfbewohnern super angebündelt habe. Also noch reichlich Platz für alle die jetzt vielleicht auch Geschmack an Rune Factory gefunden haben. Zum anderen muss man natürlich sagen, ich mag es auch nicht, so alles hundertprozentig aus dem Spiel zu quetschen. Das fängt aber hier auch schon damit an, dass man wirklich nur eine Person heiraten kann. Das war ja vorher die Überlegung, ja, man kann ja dann, weiß ich nicht, 5 Speicherungen machen, bevor man die heiratet und dann alle heiraten. Aber das geht nicht, weil es gibt nur eine Speicherung pro dieser Art von Weitsein. Und da ich das nicht klonen kann, Fragezeichen, und auch weil ich das nicht klonen will, weil ich einfach nicht jedes Hochzeitsevent sehen will, sondern ich will nur das sehen, was wir uns hier erspielen. Und ein weiteres oder so werde ich vielleicht mal noch selber abspielen. In meiner Freizeit oder Mio vielleicht. Und da gucke ich dann zu. Aber so an sich würde ich eher sagen, reicht uns doch eins. Ne? So. Man darf nicht immer alles vorwegnehmen. Hoppala. Ich kann doch jetzt nicht jedes Wasserblumen hier einzeln draus kratzen. Das ist auch nicht cool. Naja gut, das war aber erstmal diese Folge für heute. Ich bin mega überrascht, dass man sich jetzt da wirklich... Eigentlich bin ich schon überrascht, dass man sich jetzt da wirklich entscheiden musste. Irgendwie habe ich das Problem mit den Grasblumen. Ich finde die einfach nicht. Das fand ich auch ganz interessant. Und gerade an so einem Punkt muss man wahrscheinlich... Erstens hätte man das ein bisschen vorher wissen können, dass man wirklich sich entscheiden muss, dass es jetzt definitiv darauf hinausläuft, dass wir eine andere Iris brauchen. Aber da muss man sich schon Gedanken machen. Gerade bei so einem riesen Schritt, den man auch nicht sagen kann, okay, weißt du was, heute habe ich nicht so Bock auf das weiße Gewand. Ich hätte dann doch heute mal lieber wieder die Iris mit dem schwarzen Kleidchen. Wie wär's denn? Heute mal Persönlichkeit tauschen? Eher das wahrscheinlich nein. Und das wird uns wahrscheinlich verwehrt bleiben für den Rest des LPs. Macht aber auch nichts. Jetzt haben wir nämlich eine Frau, die weniger zu beschenken ist. Wobei ich mich jetzt frage, ob diese Iris auch weg ist. Müssen wir eben unsere Dinge hier wegpacken. Auch weg ist in unserer Übersicht. Oh. Das ist krass. Das ist krass. Vorher hatten wir noch ein Fragezeichen, wahrscheinlich das Kind, was man dann eventuell selber großziehen kann. Und jetzt haben wir wieder zwei Fragezeichen. Kann also noch jemand in die Stadt kommen? Oder ist es jetzt einfach nur, okay, die ist weg und da müssen wir jetzt alle durch und das ist jetzt einfach so. Schwierige Frage. Mal schauen, ob ihr ein paar Antworten für mich habt. Ich bedanke mich, dass ihr alle und auch du persönlich zugesehen hast hier bei Rune Factory Frontier. Wenn dir das gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Vor allen Dingen schreibt mir, für welche Iris du dich entschieden hättest und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es hier heißt, hier
spricht Ostra.